Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest zusammen mit dem Chris. Jawohl. Der ist heute dabei. Mal wieder. Damit ihr den auch mal seht, habe ich die Webcam natürlich eingeschaltet. Genau. So. Jetzt muss ich mir erstmal wieder einfinden hier. Ja, ich weiß wieder, was wir letztes Mal machen wollten. Das war nämlich hier mega Aktion hier, bla und geil, wir haben die Stelle gefunden. Ja. Nur hatten wir dann gestern leider schon Folgenende und deswegen gehen wir jetzt in die Höhle rein. Ach, die Axt ist schon rein. Ja, die Axt habe ich schon, ist eigentlich eifrig benutzt worden und die habe ich auch schon gefunden, weil das nämlich eine der seltenen Äxte ist. Die findet man eigentlich nicht häufig und ich bin am Anfang einfach durch Zufall direkt durchgelaufen und hatte dann die Axt. Okay. Und das war einfach nur perfekt. Weil warum haben die jetzt hier so Steine hingemacht? Lol. Das ist jetzt immer noch die Beta-Version, von der ich da vor ein paar Monaten gehört habe, oder ist das schon wieder eine weiterentwickelte? Das ist immer noch eine Alpha. Also. Okay. Also die Pre-Pre-Version oder was das war, keine Ahnung. What the fuck, ich sehe gar nichts. Wow. Leiter an. Ah. Oh, wunderbar. Dass er sich die Flossen nicht verbrennt. Ja, jetzt hat er aber mindestens auch funktioniert der Leiter jetzt auch mal ordentlich, weil sonst hast du immer das Problem, da ist die andere Axt. Mhm. Die gibt's auch noch, das ist die mittelgute. Und es gibt halt die ganz normale Feuerwehraxt. Also die hier und dann die hier. Ja, jetzt verstehe ich den Unterschied. Leuchtet ein. Ja, ne? Okay, so und... Lol, was war das bitte? Das war eine Maus oder Ratte. Alter. Ich mag Nagetiere. Das mag ich jetzt nicht so. Guten Tag. So, die haben die anscheinend, angeblich haben die Höhle auch geändert. Ich bin mir gerade noch nicht so ganz so sicher, wo. Wir haben Badespiel auch gleich. Da fragst du mich was. Ja, ne? Ich glaube ab 16. Oder 18. Keine Ahnung. Ich denke eher 18. Hat mich nicht. Nur interessiert. Was wir jetzt auf jeden Fall machen ist, wir holen uns jetzt die Pistole oder diese Leuchtpistole, weil die einfach mega OP ist. Okay. Sprich, ein Schuss, Viech tot. Und bis jetzt war immer der Bug, dass man die unendlich benutzen konnte. Also. Ich weiß nicht, ob sie den jetzt mittlerweile gefixt haben. Ich hoffe es nicht. Weil sonst hat man nämlich nur 3 Schuss. Das wäre so das Normale und deswegen wäre das auch irgendwie... Ja, wieso? Sonst ist das Spiel ja langweilig, wenn du unendlich schießen kannst. Ja. Du musst ja auch irgendwie diese Herausforderung... Wo sind die Wichser? Wo sind die Wichser? Ah, ich sehe nichts. Ihr Assis, Alter. Die Zombies ich bin noch nicht mal richtig da und ihr fickt mich schon wieder hier an, ey. Ich frag mich gerade, wer hier wen fickt, so. Nachdem wo du ihn gerade reingetroffen hast. Gute Nacht. Geht erstmal schön hinlegen hier, jawohl. Legen, knack. Bleiben. So. Das Feuerzeug ist irgendwie voll übertrieben, habe ich das Gefühl, aber ist egal. Ja, komm, stirb einfach. Stirb jetzt! Während wir racken, Feuerzeug. Boah, ey. So. Noch irgendwelche? So viel Zeit muss sein. Sieht frei aus. Gut. Puh. Erste Runde überstanden. Wunderbar. Aber Feuerzeug von Big. Ja, mega Werbung hier. Kopf von den Viechern. Wo ist der Kopf von den Viechern? Scheiße, die kann ich nicht mitnehmen. Ah, da. Warum? Weil man da später draus so Abwehrdinger bauen kann, mit denen du dann... Also so Abschreckteile bauen kannst, mit denen du die... Vor denen sich die Viecher halt fürchten. Ah. Und dann so ein bisschen Schiss haben. Nach dem Motto, ihr kommt hier nicht näher, ansonsten endet ihr so wie eure Kameraden hier. Genau, wieso liegt hier Geld ohne Ende? Ich will Geld haben. Geld. Noch mehr Geld. Okay, wir sind reich. Leider bringt uns das nicht viel. Boah, jetzt bleib doch mal an, du Kackfeuerzeug. Bist von Big, Alter. Drum wieder hergekommen. Was ist denn das? Lol. Es gibt jetzt Seile? Nein, es gibt Seile. Leute, es gibt Seile. Ihr wisst, was das heißt. Es gibt Seile halt. Nee, das heißt noch was viel Geileres. Okay, das ist tatsächlich neu hier. Oder ich bin einfach nur blind und doof. Leute, wie geil. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich neu, weil so tief bin ich eigentlich noch nie. Oh, man muss hier crouchen. Okay. Ah, nee, das ist doch nicht neu. Okay, das ist jetzt immer hier, wo ich hin wollte. Okay, wunderbar. So, hier irgendwo. Da, genau. Da gab's die Leuchtstäbe. Du hast gerade gefuttert. Die sind nämlich ein bisschen besser. Ja. Gut. Also relativ. Ja, besser ist relativ. Und jetzt haben wir eine Axt, Stab, Feuerdings in der Hand. Ja, und keins mehr, wo wir auswählen können. Wunderbar. Ja, beste Voraussetzungen. Gut, dann nehmen wir mindestens die Axt raus. So, die Waffe war immer hier hinten drin in der Ecke. Gucken wir mal. Die ist auch immer noch hier drin. Wunderbar. So. Jetzt ist nur die Frage. Oh, jetzt.
Okay. Gut, jetzt ist das Building weg. Gut. Aber jetzt, ich verschieße jetzt mal nicht die Munition. Die scheint zwar da unten immer noch dran zu bleiben, aber... Ich verschieße die mal jetzt nicht sinnlos, weil für den Fall... Also ich glaube, irgendwie habe ich hier, glaube ich, die falschen Shader eingestellt. Hi. Terrain. Hä, gab's da nicht noch mehr? Da gab's doch ganz viele. Normal, Relief, simpel. Hä, da gab's doch... Classic. Da gab's doch voll viele von... Die haben anscheinend dann doch einiges geändert. Oder war das was anderes, wo ich jetzt einfach... Ach, hier war das, Color Grading, genau. Mein Gott. Okay, ich bin endlich doof. Original. Wir gehen mal einfach alles auf Classic. Ja, naja. Okay, das sieht auch irgendwie kacke aus. Das sieht irgendwie wie so ein falscher Effekt von einem Handy, von einer Handykamera aus. Wenn ich jetzt mal auf Modern gehe, das war dieses eher bläulich gehaltene. Ja, vielleicht sollten wir das nicht hier in der Höhle umstellen. Da, ich glaube, hier spackt gerade alles irgendwie so ein bisschen. Okay, so, wunderbar. Da liegt noch jemand, gut. Aber wir haben die Flägern und das war ja das, was wir wollten. Und jetzt haben wir hier auch genug Licht. Aber, warte mal, Moment, halt. Hier irgendwo lagen noch eine Taschenlampe rum. Das lagen noch eine Taschenlampe rum. Man merkt es mir an, dass ich nicht so viel geschlafen habe. So, die Stofffetzen hier, scheiß drauf, nehmen wir mit. Hier liegt natürlich jetzt nichts mehr. Okay, anscheinend keine Taschenlampen mehr. Egal. Wir haben ja unser Big-Feuerzeug. Was bist du? Ach, du bist ein Kopf. So viel zum Thema Schleichwerbung, ne? Wenn es weiter nichts ist. Ja. Natürlich Schleichwerbung. Das Spiel muss ja irgendwie auch Geld machen, ne? Ach, übrigens, da wir gerade von Schleichwerbung reden, ne? Robert von DVD-Kritik. auch wieder Schleichwerbung. Er ist halt cool. der hat zu dem Trailer von Lucy, den solltet ihr euch übrigens unbedingt in dem Kino angucken, was er natürlich nicht behauptet, aber der hat behauptet, in dem ganzen Film soll angeblich unheimlich viel Schleichwerbung für Samsung und so weiter gemacht werden. Ich hab's nicht gesehen, meine Freundin hat bestätigt, das scheint anscheinend tatsächlich der Fall zu sein. Also mal drauf achten und mal unten reinschreiben. Mich würde das interessieren, ob das wirklich stimmt. Ich habe nämlich nicht drauf geachtet. Okay, Schleichwerbung für Samsung. Ja, also... Ja, stimmt schon. Die landet dann teilweise auf einem Samsung-Drucker, wo ganz fett das Samsung-Logo ist. Genau, das hat mal meine Freundin und auch gemacht. Was war da noch? Genau. Ja, da waren schon so ein paar Szenen. Das Handy war auch von Samsung drauf, habe ich geachtet. Ja, genau. Aber so, warte mal, jetzt gehen wir mal eben hier rein, weil hier sind nämlich diese Riesenviecher. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Er auf jeden Fall hier neben mir noch nicht. Nee. Deswegen zeige ich ihm die jetzt mal. Und ja, genau, das Feuerzeug bleibt an. Ich weiß immer noch nicht, ob die jetzt mittlerweile sich bewegen können. Aber ich glaube, hier war irgendwo auch eine Taschenlampe, glaube ich. Wir hören mehrere Stöhne. Ha, wusste ich's doch. Inventar, Taschenlampe. Jawohl, jetzt sehen wir die Viecher auch. So, sind wir hierher gekommen? Ja. Wir müssen hier irgendwo weiter. Da hinten weiter, genau. Und da hinten sind jetzt diese hässlichen Viecher und ich hoffe, dass sie sich jetzt mittlerweile nicht bewegen, weil die gehen richtig ab. Also die schlagen richtig mit, keine Ahnung, wie viele Arme die haben, Alter. Die haben richtig viele Arme, da kloppen die da umeinander. Fuck, die können sich bewegen. Okay, scheiße. Kannst du dich kaputt hauen, hast du deine tolle Axt? Ja, ich hätte auch mein Dings noch, aber ich weiß nicht, ob das da funktioniert bei denen. Aber ich würde mal interessieren... Heilige Scheiße. Also wenn man es zum ersten Mal hört, dann... doch. Es kommt so... Psch. Ich würde mal interessieren, ob die jetzt sterben. Irgendwie ja nicht so, ne? Ja, und irgendwie scheinen die auch... Leuchten Licht, hallo, aber hampeln weiter. Scheint auch nicht sich wirklich für mich interessieren. Doch, die sterben sogar, das sieht man. Weil die sterben, okay, cool. Ja, vielleicht auch... Treffen. Ah, ich glaube, sie brennen. So, okay. Das Viech brennt auch, das heißt, irgendwann stürzt auch. Das heißt, wir können jetzt mal die Ding wegtun. Ich will jetzt nämlich mal gucken, ob man den... Auch so. Ne, kann man nicht, okay. Schade, da kriegt man also nichts raus aus den Viechern oder so. Das macht also keinen Sinn, die zu töten. Am besten wegrennen, weil die Viecher machen einfach übel Damage. Die haben mich letztes Mal mit einem Schlag einfach durch die ganze Map gehauen. Ach was? Ja, da habe ich ein bisschen rumprobiert hier, weil eben wegen Folge weg und so. Und dann hatte ich erst überlegt, ob ich das jetzt alles wieder aufbauen soll erstmal. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, das kannst du nicht machen, das fällt auf. Du kannst ja hier die YouTuber nicht verarschen.
Und dann habe ich gesagt, gut, dann machst du dann halt eine Aufnahme draus. Und bin dann halt aber im Vorfeld schon ewig rumgerannt. Bin dann auch mehrfach gestorben und hier in der Höhle gelandet. Und habe dann eben dementsprechend gesagt, jetzt komm, jetzt gehst du da mal hinter. Hatte aber die Flare Gun noch gar nicht dabei. Und dann dachte ich mir, hey, komm, jetzt klatsch mal drauf, weil vorher konnten die dich noch gar nicht schlagen. Und dann habe ich einen Schlag gelandet und der hat auch einen gelandet. Und dann war ich aus der Höhle draußen. Aber unfreiwillig. Durch alle Wände durch, einfach mal über die ganze Map. So, jetzt wird's jetzt wird es gleich wieder ruckeln. Ich hasse das voll. Ich weiß nicht warum. Guck mal. Ich gehe da raus und. Alter, das ist so schlimm. Ist halt noch die Alpha-Version? Ja. Ja, Alpha. Ja. Okay, so. Dann haben wir jetzt. Aber jetzt sieht das Licht wieder so krank aus, finde ich irgendwie. Schön ist das nicht. Also mir gefällt. Deswegen, warte mal, wir gehen mal eben auf Epic, weil das hatte ich nämlich bis jetzt immer und das sah eigentlich ganz geil aus. Boah. Na, da ist der Kontrast nicht. Ich wollte gerade sagen. Aber warte mal, Terrain. Hi. So. Naja. Okay, das sieht aber, jetzt sehen die Bäume irgendwie voll hässlich aus. Ja. Ich weiß nicht, Alter, jetzt geht's los, wenn du da einmal drauf achtest, in so einem Spiel. Deshalb geht dir das nicht mehr aus dem Kopf. Deshalb da sind keine Bäume. Geht es mir bei Spielen. Das sind keine Bäume, das sind keine Bäume. Mehr um die Story als um die Grafik. Ja. Wir achten jetzt einfach nicht mehr drauf, Leute. Grafik ist wunderbar. So. Okay. Vor allem die Animation der Schadensmodells auch. Wieso? Das finde ich eigentlich ganz cool. Immerhin besser wie in Minecraft oder so, wo einfach so ein ganzer Block verschwindet. Oder in irgendwelchen anderen Games, die ich nicht mal kenne, ja, gut, wo man Bäume abpacken soll. Aber okay. Baum fällt voll auf dich drauf. Ja, pass auf, es ist ganz schön laut, der Scheiß. Okay, es geht sogar. Ich hab's leise gestellt. So. Ja. Yeah. Der ist ja ganz schön stark, du. Ja klar, bin ja auch ich. Haha. So. Dann Spaß. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen als erstes mal ein Shelter und zwar einen ordentlichen, keinen so einen dreckigen hier. Oh Gott. Lass den bitte nochmal da liegen. Ich sehe sonst nämlich nichts. Und ich bin am überlegen, ob wir den jetzt einfach da drüber klatschen sollen, über den alten Shader. Shader vor allem. Shelter. So, oder daneben. Ich würde sagen, daneben. Hier hin. Schlafen kannst du später auch noch. Sollst hier zugucken. So. Du kannst mich mal. Nee, lieber nicht. Noch einen. Wo ist der andere? Da hinten natürlich, am Arsch der Welt. Wunderbar. Ich habe nämlich letztens auch schon gesehen, wie die Dinger einfach mal so den Berg hochrollen. Extra für dich, damit du keine Langeweile hast. Ja, die Dinger rollen teilweise auch den Berg hoch. Okay. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Die rollen dann einfach mal so einen Hang hoch. So, gut. Vor allem, wie man die Axt im Baum sieht. Siehst du das manchmal? Ui, McTwist. Das kommt, weil ich so hart in die Seite reingeschlagen habe. Hat sich gleich der ganze Baum gedreht. So, jetzt brauchen wir noch Stöckchen. Haben wir noch genug? Steine haben wir nicht mehr genug. Nee, okay. Und dann fehlen noch zwei Baumstämme. Steine hatten wir sogar genug. Lol. Wo haben wir die ganzen Steine her? It's magic. Wahrscheinlich auch wieder ein Bug. Weil normalerweise kann man bloß 3 Steine tragen und du brauchst 5. Also Steine hat man eigentlich nie genug. Aber okay, egal. Ich sag dazu nichts. So, jetzt haben wir ein Shelter. Wunderbar. Wir brauchen auf jeden Fall ein Feuer, weil wir kriegen nämlich bald Hunger. So. Das klatschen wir einfach hier hin. Da haben wir natürlich jetzt genug Stöcke. Wunderbar. So, Inventar. Zack. Aua, ja. Sehr intelligent. Sehr intelligent. Ah, Flatsch. So. Okay. Gott. Ich weiß gerade nicht. Ja, Leute, das ist doch bei euch bestimmt auch schon mal passiert. Zu Hause gesessen am Lagerfeuer und dann einfach mal reingerannt. Das macht ihr doch auch öfters, oder? Aber normalerweise brenne ich mir dann die Hose nicht an. Ja. Mein Gott. Da muss man dann Mark für heißen. Ich hab zwei davon, entspannt. Ui. So, wunderbar. Oh, fuck. Da kommt wer. Oh fuck. Okay, so und jetzt mal ganz kurz so als Anmerkung. Gronkh kennt sicherlich jeder von euch.
Nein! Der sieht jetzt da hinten, oh, 3 Leute, 3 gegen 1, boah, das ist aber fies, dann nehme ich erstmal die Flare Gun raus. Weg. Hm. Jetzt passt mal auf. Wir machen es wie mehr richtige Männer. Jetzt passt mal auf, das geht nämlich auch anders. Achso, aber wir sollten, ach, wir haben überhaupt keine Rüstung. Nein, Spaß. So doof. Du, Affe, du, komm her, ja, komm her, du. Ja, ne, vorbeirennen. Gute Idee. Ich hasse die Viecher so, Alter, weil die manchmal so einfach so rum... Das ist echt eine coole Animation, der Eingeweide. Ja, hast du gegen die Axt gehauen? Tat's weh. Tat's mindestens weh. Komm, weh tat's mindestens. Zack, so. Stückel. Stückchen. So, ja, Gronkh. Guck mal zu. So macht man das. Falls ihr Gronkh persönlich kennt, meine Zuschauer, dann schreibt ihm das mal und sagt ihm, er soll sich das mal angucken hier. Was ist das? Frauen, Männer oder was ist das? Also das da, das was jetzt rückwärts mit dem Arsch zu mir kommt, nein, nein. Ich will nicht von hinten. Mein Freund, nicht von hinten, sowas mache ich nicht. Ja, und du renn ins Feuer. Ja, genau, da haben wir weniger zu tun. Danke. Ja, Gronkh, also das geht natürlich auch so, ne? Gut, covered in blood, ja, kann man verstehen nach so einem Kampf. So, jetzt können wir dann direkt mal hier, bevor wir das vergessen und bevor die Viechteile verschwinden. Nein, nein, man kann es immer noch nicht anklicken. Ich dachte, man kann es jetzt anklicken und jetzt sind die neuen Dinger da dabei, aber nein, natürlich nicht. So, wir klatschen uns direkt mal so einen großen hier hin. So, der braucht natürlich jetzt einiges. Okay, irgendwie buggen die Stöcke rum. Hast du es gerade gesehen? Die Hände auch. Nee. Alle Hände dran, alle Stöcke dran. Ich habe noch gar keine Hände aufgesammelt. Aber okay. Es ist die Alpha-Version, was willst du? Dafür braucht man 9 Köpfe und das ist immer das Schwierigste bei der Konstruktion hier. Aber es geht jetzt. Eigentlich sollten wir das hinkriegen hier. So, die Hand brauchen wir nicht. Hm, hier müsste doch auch noch ein Kopf liegen irgendwo, bei dem hier vielleicht. Wo ist dein Kopf hin? Ich habe meinen Kopf verloren. Steh im Dunkeln, der Luft der Karibik, Spoiler. Verloren. Nein, das war Peter Fox. Ja, Flug der Karibik hieß es, ich hab mein Hirn verloren. Ja, das ist aber was anderes. Yeah. Wir suchen den ganzen Kopf. Okay, wir suchen keinen Kopf mehr, haben keinen Bock mehr. Korinthenkacke. Sagt der Richtige. Hm? Ich stehe so wenigstens dazu. Immerhin, er findet meinen Greenscreen geil, also muss ich mich geehrt fühlen. Ja, du brauchst mich jetzt gar nicht so erwartungsvoll angucken. Es kommt kein Rückdiss mehr, okay. Schade. Nö. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Ich sag doch, Spießer. Nein, Spaß. Okay, jetzt hack diesen hässlichen Kackbaum durch. Danke. Ja, ist gut. Reicht schon wieder. Wofür habe ich jetzt eigentlich nochmal einen Baum durchgehackt? Ich weiß es gar nicht. Ich brauche keine Baumstämme. Egal, dann bauen wir jetzt eine Wand. Dann bauen wir jetzt eine Wand, ist auch okay. So, die bauen wir jetzt hier direkt hinter unseren Schild. Wir wissen zwar noch nicht genau warum, aber irgendwann finden wir das schon raus. Genau. Ja. Ihr habt nichts gesehen. Außerdem, wo sind eigentlich unsere Rüstungsteile hin? Wir hatten doch hier dreckige Rüstungsteile. Was ist denn das für ein Mist, ey? Blöder Vogel. Mag dich nicht. Du bist auch ein Arschloch, ne? Ich mag den nicht. Ich mag dich auch nicht. Ja, was machst du dann hier? Was machst du dann bei mir in meinen Let's Plays, ha? Überleg ich mir noch. Ja, also, überleg schneller. So. Tempo kommt einmal, zweimal. Schnelligkeit kommt im Laufe des Abends. Hab leider kein Ike mehr da. Macht Ike nicht normalerweise langsamer? Wer weiß. Vom Gefühl her schneller. Leider nur vom Gefühl. Kinder, macht das nicht nach. Dies ist eine Warnung. Das folgende ernst. Programm wird... Piep. Schon ab der Warnung kannst du nichts mehr für Kinder freigeben. Also. So. Oh Mann, ey. Ich merke, ich bin heute früh aufgestanden. Was soll ich dann sagen? Interessante Animation. Ja, glaub mir, die Dinger, die können manchmal so richtig schön so ins All schießen, Alter. Ja? Ja, ja. Nur schon passiert. Direkt daneben gestanden und dann hat das irgendwie unter mich gebackt und ja, und weg war ich.
Spiel vorbei. Buch, Wand, hinklatschen. So, geht das jetzt eigentlich ordentlich mit dem dran, Dingsen? Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne, wenn das mal ordentlich funktionieren würde. Die zwei hier noch. Eins, zwei. Look mal, please, auf die Uhr, wie spät es ist. Oder besser gesagt, wie viel uns noch bleibt. Weil normalerweise, wenn es wieder Nacht wird, dann ist eigentlich die Zeit auch schon relativ um. Und wir haben noch 9 Minuten und 20. Dunkler. Habe ich mir doch gedacht. Gut. Au. Zack, zack. Hallo? Lol. Ich schlag drauf und werd dann weggeschoben. Okay. Auch nicht. Ich betone nochmal Alpha-Version. Ja, aber mittlerweile schon bestimmt 6 Updates draußen gewesen oder so. Das sollte eigentlich langsam mal laufen, Leute. Dann müsst ihr euch halt mal helfen lassen. Oh, fällt! Voll auf dich drauf. Das war jetzt der Fail des Tages in dem Spiel. Ja. Fällt hin. Auf einmal ist er kurz und klein. Ja, das ist normal. Ja, ja, schon klar, aber ich fand es trotzdem nicht. Jedes Mal so. So, zip, zip. Und dann haben wir die nächste Mauer fertig und so verbringen wir die nächsten Tage, meine Freunde. Ja, wunderbar, weil wir hatten ja eigentlich schon alles, aber nein. Füße brauchen wir auch noch 2 Stück. Einer. Nur da nimmt 2. Warum sind jetzt wieder keine Steine drin? Hä? Da vorhin 6 Steine reingepackt. Was will er denn? Nimmt er die denn jetzt mindestens? Ah, die nimmt er. Wunderbar. Gut. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch Viecher töten, damit wir Köpfe kriegen. Und dann... Die kann man essen, oder? Nee. Ja, kann man. Gut. Noch nie Pilze gegessen, oder was? Doch, aber ich achte mal so darauf, dass ich sie aus dem Supermarkt kaufe. Ja, deswegen würdest du in diesem Spiel auch nicht überleben. Ja, so genauso wenig wie du. Nee, ich habe das ja gerade gegessen, hast du doch gesehen. Ja. Yummy, yummy. Dein Avatar in dem Spiel hat das gegessen. Yummy, yummy, sag ich nur. Ja, ja. So. Zack, zack. Wenn zack, ihr unser Rumgezanke gut findet, in die Kommentare, gebt ein Like und wir machen das öfter. So. Hast du Hunger? Ja, jetzt nicht. Vor allen Dingen, das ist ja virtuell. Da yummy, yummy. Der war doch lecker jetzt, oder? Der war doch gut. Ja. Ja, warum mit einem Stein? Hallo? Gehirn einschalten. Wir ignorieren jetzt mal die Tatsache, dass das Pilz und keine Bohnen waren. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Hm. Ja. Zur Strafe setzt du dir jetzt die Maske auf. Okay. So, und wehe, einer sieht dich nochmal. Sonst... Ach ja, genau. Das hatte ich ja jetzt komplett ausgeblendet. Oh! Also, hahaha. Warte mal eben. Was ist da dran? Hahaha. Bitte. Natürlich ohne Brille. Ah. Das hatte ich. Okay, so oh Gott, der stöhnt darum. Hatte ich komplett auf. Jetzt. Hallo, darf ich vielleicht mal erzählen? Alter! Ja, mach doch! Chill mal dein Leben. Also, ich war ja jetzt am Wochenende über Samstag auf der Gamescom. Und da kommt auch die Maske her natürlich. Und da habe ich natürlich auch ein paar Fotos und Bilder gemacht. Und wenn ihr wollt, dann kann ich da draus so ein kleines Video machen, wo ihr euch dann später mal angucken könnt. Es sind auf jeden Fall ein paar witzige Bilder dabei. Vor allem das Video von meinem Freund, wo wir bei der Oculus Rift Brille waren. Da gibt es nämlich ein wunderschönes Spiel, wo man sich schön zum Affen macht. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, aber es funktioniert. Es sieht scheiße aus. Das sieht sogar ganz gut aus. Ehrlich? Nein. So. Doch, sogar, das sieht voll geil aus. No. So dreht ich demnächst immer noch auf. Immer so. Auf. Okay. Ah, oh, jetzt mach doch. Oh, geht der mir auf den Sack? Jetzt muss er sich erst wieder Energie holen. So ein faules Stück. Dreck. Mach jetzt den scheiß Baum kaputt. Hätte mich eigentlich noch einigermaßen gehalten. Mhm. Naja, geht so. Klingst ein bisschen wie dumm hinter einer Maske, aber... Ah. Wollte schon sagen, wie auf dem Klo, aber... Das ist ja... Kommt ja aufs Gleiche raus.
So. Dann müssen wir uns jetzt hier eben nochmal ein Feuerchen machen und einen kleinen Snack grillen. Das Leguan. Das am besten mit Feuer und nicht mit Glut. Hm, ein Leguan, wer drauf steht. Ja, mei, wenn du nichts anderes hast. Ja, auch wieder wahr. Ich kann ja noch einen Vogel dazu machen. Ja. Willst du noch einen Vogel dazu haben? Ja. Nein! Die ja gar nicht daneben. Lol. OP-Vogel, Alter. Dann eben den hier. Oh, ey. Also, ich, ja, ne? Scheiße, jetzt wird man hier fertig essen, bitte. Fuck, ey. Oh, oh. Okay, 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 Inventar. Lampe. Fuck. Okay, wir haben soweit fertig. Eigentlich sollte ich jetzt speichern. Eigentlich. Ich speichere jetzt schnell. Ich speichere jetzt ganz kurz, Leute, weil das wird mir zu heiß. 4 Minuten haben wir noch. Das wird mir zu heiß. Naja, das 4 Minuten hin oder her, aber wenn die Viecher da hinten kommen und ich bin schon so weit. Ich jetzt gut. Wieder sterbe, habe ich stoppen wir mal und machen wir nachher weiter. Oder so. Oder ein andermal. So. Morgen. Gut. Oh, das tut voll weh am Bart, diese Maske. Das ist so. Und dann holen wir uns jetzt direkt noch den Kopf hier von den Viechern. Wenn ich sie finde. Ich höre sie immer schreien, aber. Ich habe auch das Licht vorhin gesehen. Hier irgendwo waren die Viecher. Was bist du? Oh. Mm. Hey, da ist ein Handy. Gib mir das Handy, du Sack. Also, ich würde damit nicht mehr telefonieren wollen. Her! Ich schon, Alter. Aber warte, ich habe ja sowieso ein eigenes Smart. Nee, lol, ich habe ja noch. Ich habe ja noch meine geile Musikanlage, Alter. Mein Kassettenrekorder. Mit voll geiler Rock'n'Roll-Musik drauf. 80er Jahre Pop-Rock. Ja. Obwohl, das geht eigentlich. Ja, und mit der schönen. Da ist verzerrte Gitarre mit Parmute dabei. An uns Rock. An uns Rock-Fans ist das geil. Ja. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Cheerio.